Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, the Art of Transformation. Ja, lieber Schlangenträger, du bist natürlich hier, um dir deine Märzbotschaft bei mir abzuholen. Ja, und wie immer gebe ich zuerst das mediale Bild, das mir die geistige Welt für dich für den Monat März übermittelt hat. Dann werden wir, wie vorangekündigt, im Community-Bereich mit diesem wunderschönen Tarot Licht und Schatten deine Legung machen. Es wurde mir geschenkt und es ist eines meiner absoluten Lieblingstarots. Und dann werde ich dir noch mit der Liebe der Engel auch so ein wunderbar farbenprächtiges Deck, das ich geschenkt bekommen habe, werde ich dir noch eine Zusatzbotschaft mit auf den Weg geben für den Monat März. Ja, lieber Schlangenträger, ich hoffe, es geht dir gut. Du bist wohlauf. Und ja, du bist hier wieder völlig fröhlich und mit mir dabei hier bei deiner Legung. Ja, dein mediales Bild, lieber Schlangenträger, das ist ja war sehr, sehr interessant. Ja, du bist ja das 13. verheimlichte Zeichen. Ja, man hat dich aus dem Tierkreis vor 3000 Jahren sehr bewusst, das war schon im Bab Babylonien so, hat man dich herausgenommen. Man hat gesagt, ja, es geht dann besser auf, wenn es eine runde Zahl ist mit 12, als wenn es eine ungerade Zahl wäre. Das war wahrscheinlich nicht genau der Grund, warum man das getan hat, denn du bist, lieber Schlangenträger, im Prinzip das Zentrum dieser 12 Zeichen. Du bist, man könnte es auch sagen, der 13. Jünger. Und wie es Jesus Christus immer so schön sagte, die Jünger sind ja Aspekte. Warum hat er 12 Jünger? Ja? Warum hat Astrologie überhaupt etwas mit den aufgestiegenen Meistern und der geistigen Welt zu tun? Ja, also wenn man sich es ja ein bisschen überlegt, ist es ja so, dass wir das Universum sind. Also hat es sehr wohl sehr viel mit uns zu tun. Ja? Und der Moment deiner Geburt hier, deiner Inkarnation hier, ist auch definitiv kein Zufall. Du hast dir genau diese Aufgaben gewählt, was dir dein astrologisches Bild geben wird, wenn du es einmal vielleicht machen lassen willst. Wer war der 13. Jünger? Ja, da ging die Meinung sehr auseinander. Viele sagen, es war seine Mutter Maria. Viele sagen, es war Maria Magdalena. Andere sagen, es war Judas, der ja zuerst, weil er sich erhängt hat, in die Hölle musste. Und dann als der 13. wieder aufstieg. Ja, sind alles ja, Mysterien, ja. Das sind Geschichten. Definitiv ist der Schlangenträger ist die Kundalini-Energie. Und die Kundalini-Energie stellt sich ja immer als eine Schlange dar. Wer ein bisschen den Hinduismus oder auch den Buddhismus studiert hat, aber auch die Chinesen und Japaner haben einen Bezug zu Schlangen oder Drachen, zu diesem Feuer, diesem Lebensfeuer, die man Ma nennt, ja. Also die Kundalini im Hinduismus ist Ma, das heißt die große Mutter. Also die Kundalini, der Schlangenträger, wird als ein weibliches Zeichen angeschaut, ist aber auch nicht ganz korrekt, denn ihm gehören zwei Energien, nämlich das Gold und das Silber. Ja, also weiblich und männlich. Die Kundalini-Energie fließt nicht nur in einem Strang, sondern sie fließt in zwei. Aus diesem Grund bist du eigentlich männlich und weiblich in Vollkommenheit. Zumindest solltest du das sein, weil du nämlich sehr viel Macht hast, lieber Schlangenträger. Du bist der Magier unter uns, so nennt dich Meister Sananda. Und du bist auch der göttliche Mystiker, ja. Und wie jeder weiß, ist Magie eben so eine Sache. Man sieht es manchmal auch, also wer die Adventures mal gesehen hat, also mein Liebling da ist ja Loki, ja. Und er ist im Prinzip der typische Schlangenträger. Ja, er kann ja auch ein Trickster sein, ein Magier, nicht wahr? Also dir, lieber Schlangenträger, ist sehr viel Verantwortung gegeben, wie du
im Leben mit deinen Energien umgehst. Du hast vielleicht in deinem Leben bemerkt, dass wenn du deine Energien nicht richtig lenkst oder wenn du einen Wunsch aussprichst, dann kommt er auch relativ schnell in dein Leben, was dann auch nicht immer ganz positiv ist. Vor allem, wenn man sich den Wunsch nicht gut überlegt. Ich lache, weil ich bin ein Schlangenträger, ja. Da weiß ich auch so viel zu erzählen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht gelangweilt mit meiner Erzählung hier über den Schlangenträger. Weil dein mediales Bild, lieber Schlangenträger, ich habe dich gesehen als diese Schlange. Diesmal nicht als eine Kobra, ich glaube, es waren diese ganz großen Pythons, ja. Und ich weiß nicht genau, wer vor dir gestanden ist, aber du warst so kurz, ich sah dich so mit der Zunge so, tick, 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 oh, so züngeln und du bist ganz nahe, man könnte fast sagen, an dein Opfer herangegangen. Und dann plötzlich hast du dich zurückgezogen und hast gesagt zu dir, nein, ich lasse Gnade walten. Und dann kam wunderbare Magie des Schlangenträgers zum Zuge. Weißt du, Schlangenträger, du bist ein Zeichen, dass man auf jeden Fall nicht tricksen kann. Wenn jemand trickst, dann bist es wahrscheinlich du. Und manchmal siehst du ganz klar, dass die Menschen dich belügen. Sie betrügen dich. Sie belügen sich selbst. Ja, du siehst durch die Dinge hindurch. Aber die Weisheit eines Magiers, eines guten Magiers, ist die Gnade. Dir sagen zu können, ich weiß es, ich sehe es, aber ich lasse es einfach. Denn, ja, jedem Mensch sein Karma, nicht wahr? Ich hoffe, du verstehst, was ich hier damit sagen will. Ja, und da ist schon einer rausgefallen. Also, was sind die Themen für dich im März? Also, wir haben hier Gerechtigkeit. Genau das ist in etwa etwas, was ich sagen wollte. Was ist Gerechtigkeit? Nummer 11, Sternzeichen Waage. Man hat immer die Wahl, man kann gnadenlos sein, aber man kann auch Gnade haben. Was bedeutet Gnade? Schau mal, wie sie sich spiegelt. Was ist Gerechtigkeit? Es ist an dir, zu bestimmen, was das Schicksal eines anderen Menschen ist. Es ist an dir, zu urteilen. Ist es an uns? Ich glaube, es wird hier eine sehr tiefe Legung und ich glaube, darin liegt auch ein kleiner Leerstein hier. Darin, lieber Schlangenträger, wo ich denke, dass ich in dir gerne mit auf deinen magischen Weg des Lebens geben möchte. Es gab Menschen in der Vergangenheit, die mir oft sagen, warum lässt du dir das gefallen? Warum sagst du es nicht, wenn du es weißt? Warum tust du es trotzdem, wenn du weißt, du wirst ausgenutzt und so weiter? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich weiß, dass ich es eben weiß. Und ich habe die Wahl. Nun, wenn ich mich belügen lasse, ohne den anderen zu stellen, wenn ich mich bestehen lasse, ohne den anderen erwischen zu wollen, wenn ich mich ausnutzen lasse, ohne dass ich etwas rückfordere, dann ist es meine Entscheidung. Es ist mein freier Wille, in Gnade das so stehen zu lassen. Ja? Natürlich kann ein Schlangenträger auch mal anders. Dann würde ich rennen, ja? Vor dieser Schlange. Aber du lässt hier im Monat März mit irgendetwas in Gnade walten, aus höherer Weisheit heraus. Das könnte mit deinem Fischer sein hier. Wir haben hier den Page der Kelche.
Das könnte in einer romantischen Situation auch sein. Auf jeden Fall ist diese Situation gefühlsbezogen. Es hat mit einem Menschen zu tun, wo du emotional verbunden bist, lieber Schlangenträger. Wir sehen hier die Fische, es hat ein Herz, es hat ein Glücksschweinchen, das hier in den Kelch kommt. Es könnte auch eine Einladung zu einem Date sein. Es könnte aber auch, oft ist diese Karte auch ein Zeichen der Vergebung, der Versöhnung, der Entschuldigung. Man bringt dir hier auf jeden Fall ein Kelch der Liebe entgegen. Man gibt dir hier auch eine Chance zu verzeihen. Oder vielleicht gibst du das einem anderen Menschen. Vielleicht genau aus dieser höheren oder tieferen Weisheit in dir. Das ist die Situation hier, die Gerechtigkeit. Da war etwas nicht gerecht und du weißt es, du wusstest es, du wusstest es schon vorweg. Was gerade beginnt, schau mal, König der Stäbe. Das ist Sternzeichen Löwe. Das ist auf jeden Fall ein Fixzeichen. Diese Person ist gereift durch das Leben. Sie weiß, wer er ist oder sie. Ich lege für Mann, Frau und gleichgeschlechtliche Liebe. Und sollte es nicht stimmig sein, Schlangenträger, für dich, schau dir bitte das in dem Mond- und Venuszeichen hier noch an. Am besten abonnierst du den Kanal und drückst die Glocke. Ja, hier, das ist die Energie, die beginnt. Das ist die Weisheit, die Sonne. Ja, hier ist Erleuchtung auch. Hier, vielleicht machst du hier selbst, Schlangenträger, einen Reifeprozess in dir. Vielleicht hast du für dich gemerkt, dass du oft aus Verletztheit heraus eben gleich zu beißt. Ja, tschung, dein Gift, bang. Vielleicht bist du in einem Reifeprozess und du merkst, dass das gar nicht notwendig ist. Warum sollst du dein kostbares Gift, was ja auch Medizin ist, verschwenden? Ich sag's mal so, weil die Situation ist definitiv der verwundete Krieger hier. Ja, du siehst, sieben der Stäbe. Auch hier will etwas im Feuer transformiert werden. Auch hier ist eine Feuerenergie, eine Fackel. Du willst hier etwas definitiv transformieren in deinem Leben, lieber Schlangenträger. Und ich glaube, es ist dein eigenes Verhalten, wo du einfach gemerkt hast, dass du vielleicht auch Menschen, die ein bisschen zarter beseitet sind als du, lieber Schlangenträger, vielleicht im ein Wasserzeichen oder auch eine Waage ist sehr zart beseitet. Das sind zart beseitete Menschen. Ja, die sind nicht so voller Feuer und die gehen die Dinge mit ein bisschen mehr Diplomatie auch an. Vielleicht hast auch du vielleicht jemanden verletzt. Und glaub mir, ich rede aus Erfahrung. Lest dir bitte im Community-Bereich auch die negativen Seiten des Schlangenträgers mal durch. Ja? Das sind nicht einfache Menschen, wenn nicht unter anderem einer der schwierigsten zu handeln. Wahrscheinlich hast du selbst Schwierigkeiten, deine unglaubliche Energie irgendwie zu kontrollieren. Das kann man lernen, auch mit mir, wenn du das möchtest. Verwundung, der verwundete Krieger. Weil ich glaube, weil die Energie von außen ist die Acht der Schwerter. Schau. Und das ist eine Verletzung. Acht der Schwerter. Die Krähen. Und diese Frau oben hat ein Tuch über den Augen und gebundene Augen und die Krähen sind um sie herum und unten ist eine andere Frau. Sie liegt im Prinzip schon hier mit dem Kopf nach oben, wie quasi, ja, jetzt beißt zu. Ja? Verstehst du, was ich sagen will? Vielleicht hattest du hier in der Vergangenheit mit Menschen zu tun, die sehr toxisch waren. Vielleicht hattest du hier eine Beziehung, wo Opfer und Täter immer sich gewechselt haben. Und ich glaube, du beschäftigst dich auch ein bisschen mit diesem Thema. Vielleicht hast du dich auch einfach zu fest, lieber Schlangenträger, aus den Verletzungen von Menschen und Vergangenheit. Denn obwohl ich einen Schlangenträger so beschrieben habe, darf man nicht vergessen, eine Schlange ist ein unglaublich sensibles Tier.
Ja, also die Haut einer Schlange, sie fühlt die feinsten Veränderungen in ihrer Umgebung. Jede Vibration fühlt eine Schlange. Ja, aus diesem Grund weiß der Schlangenträger auch meistens schon, was auf ihn zukommt. Ja, das ist ja seine Gabe. Du bist unglaublich sensitiv. Schlangenträger, vergiss das nicht. Und die gilt es in eine positive Form zu entwickeln, damit du deiner Umgebung mit deiner Gabe, deiner Sensitivität helfen kannst, dienen kannst damit, ja, etwas damit Positives zu tun. Verwundeter Krieger, Verletzung. Deine Hoffnung und Ängste ist definitiv die Balance. Schau hier. Münz 2. Das Ausbalancieren zwei gegensätzlicher Energien. Das können auch Lebenssituationen sein. Vielleicht hast du hier zwei Partner und versuchst das auszubalancieren. Und du weißt vielleicht, ich werde einen oder anderen verletzen. Vielleicht ist es die Balance zwischen Arbeit und Privatleben, zwischen Geld und Ausgaben, also Einnahmen, Ausgaben. Vielleicht sind es aber auch die zwei gegensätzlichen Energien in dir selbst, männlich und weiblich. Weil, wie gesagt, der Schlangenträger ist männlich und weiblich. Er hat Gold und Silber in sich. Und die Harmonie wäre dein Wunsch hier, deine Hoffnung, dass du dich und dein Leben harmonisieren kannst, in deiner Mitte sein kannst. Das ist ein Meisterweg. Warum sage ich es? Weil wir haben hier den Hierophanten. Und ich fühle hier in deiner Legung ganz, ganz stark. Ich dachte zuerst, es wäre Jesus Christus mit dem Löwen. Aber diese zwei Energien sind sehr, sehr schwierig zu unterscheiden. Das kann man nur, wenn man wirklich eine Ausbildung gemacht hat oder man wirklich super gut ist. Das ist mir nämlich auch selbst passiert vor 30 Jahren, dass ich Jesus Christus mit der Energie von Sanat Kumara, dem 12. Strahl, verwechselt habe, weil die Energien sehr ähnlich sind. Es ist das Christusbewusstsein, es ist die Seele, es ist die allumfassende Liebe. Und ich glaube, dass Sanat Kumara in diese Legung gekommen ist, um dich aufzufordern, lieber Schlangenträger, dass du hier, der Hierophant ist ein aufgestiegener Meister, ist ein Schlüsselhalter, er ist ein hoher Priester. Er hält hier deine Akasha in der Hand und er hat auch den Schlüssel dazu. Er ruft dich hier auf, diesen Aufstieg, diese Treppen zu gehen. Er fordert dich auf, deinen Meisterweg zu tun hier. Das ist ganz klar. Es ist wichtig, dass die Energie des Schlangenträgers in das neue Zeitalter kommt. Aber es ist noch wichtiger, dass Schlangenträger vorausgehen im Sinne von, man kann diese Energie in einem Körper kompakt, in Harmonie, in Perfektion leben. Ja, Perfektion ist so eine Sache. Aber wir bringen die Magie der Harmonie. Mach Ordnung ins Chaos, bringen wir hierher zurück. Ich glaube, das ist eine Aufforderung für dich, Schlangenträger. Ja, voll. Bringe dich in Harmonie. Ich könnte hier noch stundenlang über dieses Thema mit dir sprechen, wie schwierig es ist, auch für einen Schlangenträger, der so viel geballte Energie hat. Ja, es ist die Ma. Das ist unglaublich viel Energie, hier in einer solchen Balance zu halten. Und ihr seht, du siehst das Schwert. Verstehst du? Wenn du das Schwert nicht führen kannst, wirst du verletzen. Erkenne dich selbst. Das ist ein Workshop, den ich gebe, genau aus diesem Grund. Vielleicht interessiert er dich, vielleicht möchtest du mehr davon erfahren.
Es ist auf jeden Fall ein Workshop, den ich selbst aus verschiedensten Lehren dieser Welt zusammengestellt habe, darunter auch eine hawaiianische, die dich lehrt, dich in Balance zu halten, deine Elemente, unter einer gewissen, dass du sie lenken kannst, nicht dass sie dich lenken. Ich glaube, du bist an einem Punkt angekommen, liebe Schlange, wo du gemerkt hast, dass es in deinem Leben eine Notwendigkeit wird, nicht mehr ein Luxus. Warum lache ich so? Ja, der Erzengel von Sanat Kumar und Lady Venus ist Erzengel Metatron. Ich habe ihr noch gesagt, die Akasha. Metatron hält deinen Würfel, deine Akasha in der Hand. Er schützt sie auch. Er schützt auch die universelle Akasha. Und ist der Erzengel von Sanat Kumar und Lady Venus. Schau mal, das goldene Tor. Metatron wird im März dein Prozess hier begleiten. Metatron ist der Engel, der Erzengel, er ist eigentlich ein Seraphe, der dich an deinen Lebensweg, an das, was du bist, woher du kommst, was ist die Aufgabe deines Lebens jetzt hier, warum hast du dich inkarniert, er wird dir helfen. Diesen Weg, diese Antworten zu finden. Und er wird dich bereit machen, diesen Meisterweg zu gehen. Wow, was für eine heilige Legung hier. Das ist eine unglaubliche Energie, die ich hier habe. Mir schwitzen die Hände. Metatron ist ein so, so großer Engel. Ich schwitze gerade, entschuldige. Und er ist ein Geschenk, wenn er in dein Leben tritt. Ja, lieber Schlammträger, ich wünsche dir hier ganz viel Licht und Liebe. Ich freue mich ganz besonders wieder auf dich. Danke fürs Zusehen und danke für alles, was du auch mir hier entgegenbringst, von Herz zu Herz. Vielleicht schenkst du mir einen Thanks, drückst oben aufs Herzchen. Vielleicht gibst du mir eine Spende für meine Energie, meine Arbeit oder, was mir am allerliebsten wäre, vielleicht wirst du hier ein Mitglied oder vielleicht meldest du dich hier, damit ich dich hier persönlich auf deinem Weg begleiten darf. Alles Licht und Liebe.